Der Blick zum Dirigenten direkt muss gar nicht sein. Der muss kaschiert werden. Ja? Okay. Okay. Keine Lösung ist es. Okay. Und dann weiter. Ja? Also quasi einfach den Blick ziehen lassen, organisch damit umgehen. Du kannst einfach ein bisschen, und man muss auch nicht direkt hin. Man sieht ihn ja gut wedeln. Das heißt, du musst ihn direkt da ankommen, du kannst da hinschauen und siehst ihn total wedeln und niemand sieht, dass du den Dirigenten schaust. Okay. Ja, weil die war ja auch metallisch. Er soll dann auch wieder die Zähne mitnehmen. Ich sag ihm jetzt nochmal, was das besser ist. Der ist jetzt zähnisch zu spät. Takt 21. 2, 3, 1, Amor, Chef. Ja, das wär's, ne? 21, 1, 2, 3, und. Wir erzählen die Jahreszeiten in einer Geschichte von heute. Das heißt, die Jahreszeiten sind in der Gegenwart angesiedelt. Wir haben probiert, den Frühling, den Sommer, den Herbst und den Winter zu übersetzen in Personen unserer heutigen Gesellschaft. Durchaus mit bayerischem Kolorit. Das ist Jupiter, unser großer Himmelsherr. Der einzige Mensch, der auftritt, Jasion, ist ein Sterblicher. Den haben wir in die Vergangenheit transportiert, um so ein größeres Gefälle zu zeigen. Ich spiele die Rolle des Jasion. Jasion ist in diesem Stück der einzige wirkliche Mensch. Alle anderen Agierenden sind Götter. Und als einziger Mensch bin ich natürlich auf dem Olymp nicht gern gesehen und mein Schicksal ist deshalb auch sehr schnell besiegelt. Ich bin der Mercurius in der Oper. Der Mercurius ist der Götterbote. In unserer Oper wird er so inszeniert, dass er eine Art Hausmeister ist, der Depp für alles. Er muss zum Beispiel auch der Pomona der jüngsten Jahreszeit Privatunterricht geben, die eine sehr schlechte Schülerin ist und nichts lernt. Und er muss alles aufbauen, alles organisieren und es hört keiner auf ihn und er ist eigentlich nur genervt die ganze Oper lang. Ich bin auch der Jupiter und der Jupiter wird in unserer Inszenierung dargestellt als CSU-Politiker, der quasi eine Wahlkampfrede hält und das ist sehr lustig, mehr will ich nicht sagen. Ja, und die Oper handelt dann eigentlich darum, in so einer Art von Sängerwettstreit, wie sich die Jahreszeiten gegenseitig zanken und zum Schluss Jupiter auftritt und eine der Jahreszeiten den Herbst kürt zum Sieger. Ich bin Ceres Sommergöttin. Ja, Sommergöttin, ja. Hallo, ich bin Vulcanus, der Winter. Ich bin Severus. Die Pomona, das Herbst. Der Herbst? Der Herbst. Also ich bin eigentlich ihr Mann, aber ich bin, jetzt bin ich ihre Mutter in dem Stück, in der Inszenierung. Ich bin alt, sehr alt. Ja, aber es war nötig einfach, dass die Maske, dass wir das dasselbe machen. Und weil ich damit Erfahrungen habe, habe ich einfach gesagt, dass ich helfe. Ich bin Flora. Meine Gegnerin, kann man sagen, weil das ist Frühling. Er ist mein Partner. Also er ist ganz verliebt in mich. Ja, wir sind sehr verliebt. Wir sind Frühling. Ich bin Bacchus, der Gott des Weines, gehöre zu den Vertretern des Herbstes und werde eigentlich von den anderen Göttern nicht sehr viel beachtet, außer die Pomona, die quält mich immer ein bisschen, piesackt mich als meine quasi kleinere Schwester. Und sonst bin ich ein Lebe... Au! Du Ratte! Und sonst Lebemann und Wein und Party und gute Laune verbreiten, das ist so mein Ding. Zephyr hat mich in eine Göttin verwandelt, weil er mich so liebt und ich bin für ihn ein und alles. Der kann mit einem Atem Frau schwanger machen. Und es wird ein Erlebnis sein für alle, die kommen.